Da sind wir wieder bei Let's Play L.A. Noire. Herzlich willkommen zurück und wir wollen uns den nächsten Fall anschauen. Der Tod der Sekretärin, Mord der Sekretärin. Ich habe es gerade gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Genau. Aber bevor wir... And Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? So, genau, bevor wir uns aufmachen zur Sekretärin, die getötet wurde, wollen wir erst einmal beim Pfandleiher vorbeischauen, denn dort wurde Deirdre Mollers Ehe- und Verlobungsring abgegeben, beziehungsweise verpfändet. Und wir wollen natürlich herausfinden, wer das war und ob wir darüber nicht vielleicht irgendwas über den Black Dahlia Killer herausfinden können. Ich vermute ja bald mal, der Killer hat absichtlich das Ganze verpfändet, um wieder mal irgendeine Spur zu legen oder so. Wir werden es uns mal anschauen. So, erstmal zum Pfandleiher. Low Blown and Jewelry, Quelle des Anhaltspunkts. So, wenn das diesmal so gut läuft wie beim letzten Mal, bin ich zufrieden. You've got to admit, this is looking hot. Anyway, good point. But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. Wurde er vom Hausmeister identifiziert? Ich glaube, das muss ich wohl verpasst haben damals in dem Fall, aber das war ja auch der, der für mich völlig unverständlich geendet hat. Von daher, egal. Wahrscheinlich war das jetzt etwas, was es bei mir gar nicht gegeben hat, weil ich mich nicht so angestellt habe, wie man es machen soll. Ich weiß es nicht genau, aber wir werden mal schauen, was jetzt so rauskommt. Ich meine, ich hatte damals sowieso schon die Vermutung, dass weder der eine noch der andere Verdächtige tatsächlich die Täter sind. Wir werden es mal sehen. Pfandleiher, 10.30 Uhr. Rein in die gute Stube. So. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? 50 bucks. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Na, komm, zeig mal. Das ist wohl der Ehering mit dem roten Stein. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Na, dann haben wir ja schon die nächste Anlaufstelle. Schauen wir noch kurz den Verlobungsring an. Na? Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality. Also für uns im Prinzip nicht so wichtig. Gut, aber zumindest haben wir ja jetzt den Juwelier, zu dem wir noch gehen können. Das ist doch schon mal was. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. Na toll, gut, das hat ja nicht so gut funktioniert. Die Ringe können wir wahrscheinlich nicht mitnehmen, nehme ich mal so an. Ich hätte ja eigentlich gedacht, als Beweisstücke, dann holen die sich jetzt hier die Dinger und dann ist gut. Aber nein. So, ich glaube, mehr wird hier auch nicht sein. Würde mich zumindest wundern, wenn wir hier noch irgendwas anderes machen müssen. Jetzt sind die Ringe weg. Ist ja interessant. Der Mann arbeitet schnell. Okay, aber wir machen uns jetzt auf den Weg zum Juwelier und schauen mal... Ja, Galloway sitzt schon wieder drin, natürlich. Und schauen mal, ob wir da was anfangen können und irgendwas herausfinden über den Ring. So. Orte. Steht gar nicht mit drin. Okay. Ich dachte, wir machen jetzt zu dem Juwelier hin, aber dann wahrscheinlich doch nicht. Dann schaue ich mal kurz in die Hinweise, ob es hier irgendwas jetzt gibt. Verpfändete Ringe, ja genau. Vom Verdächtigen Percy B. Shelley, dunkles Haar, mittlere Statur, verpfändete Ringe, Fundort Pfandleiher. Okay. Interessant, dass das jetzt hier mit drin steht, weil das ja
nicht direkt mit dem Fall zu tun hat eigentlich, dem konkreten, den wir dann jetzt gleich bearbeiten werden, oder? We could have the local trooper check out the Tulare County address. The address is bogus. Herp is having fun with us. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. And how do we prove that, you know? Skipper ain't gonna like this one. Tja. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Das. Wo sind wir denn da? Wo müssen wir denn da hin? Schauen wir doch mal kurz, was die Karte ansagt. Das hätte ich euch damals aber schon sagen können, dass es weder der eine noch der andere ist. Wir mussten uns ja aber zwangsweise für einen entscheiden. Ich habe keine Ahnung, wo der Fall ist. Wo ist denn? Hallo? Ach ja, ja, natürlich. Am anderen Ende der Stadt. Da gehe ich doch bestimmt hin. Nein, danke. Na gut, also war damals eigentlich schon irgendwie abzusehen, dass das nicht passt. Genauso bei dem Fall, den wir in der letzten Aufnahmesession gemacht haben, wo wir dann den Obstmarkthändler eingebuchtet haben. Das war, also hier der Seidenstrumpfenmörder war das, glaube ich. Das war genauso dumm eigentlich, genauso voreilig. Und die Polizeiarbeit hier in L.A. ist einfach das Letzte, muss ich sagen. Die interessieren sich einen Scheiß dafür, den Richtigen einzuknacken, wenn sie nur irgendjemanden kriegen können, der als der Mörder dastehen kann. Das bringt's dann natürlich total. Na gut, was soll's. Geht mich nichts an. Ich muss zum Glück nicht in der Stadt wohnen, also ich würde mich ja... Ja, ist doch alles gut. Mich würde das ja tierisch ankotzen, wenn ich in der Stadt wohnen würde und wüsste, dass die Bullen so drauf sind. So, ja, musst ein bisschen mit Blechschaden rechnen, das ist okay. Finde ich. So, da sind wir auch schon. Der Güterbahnhof. You boys ready? Follow me. Oh, dauert wohl ein Stück, bis wir da sind. This development with the rings under our hat, tell these people again. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, fellas. The skipper will decide who needs to know. Got it? I get it, Rusty. Rangierbahnhof, 11.12 Uhr. Waren wir jetzt aber lang unterwegs, kann das sein? Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Okay, wir schauen uns erstmal die Leiche an, dann schauen wir danach mal, was genau ihn denn so krank macht. Weiß nicht, ob es vielleicht ein Nekrophiler ist oder sowas. Die sieht übel zugerichtet aus, aber sie trägt Klamotten, das ist ja schon mal was. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. So, mal schauen, ob es irgendwelche besonderen Male am Hals gibt. Das wäre ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches. If you want a full report, you have to let me work. Ja, ich würde mir gerne die Leiche anschauen. Dankeschön. Das ist sehr freundlich, dass du dann doch zur Seite gehst. So. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Okay, das... Sie war eine ganze Weile obdachlos, ist das richtig übersetzt? Ich habe jetzt gerade nicht auf das Englische geachtet, aber... Wenn sie Sekretärin war, dann wird sie doch nicht obdachlos gewesen sein, oder? Naja, gut. Wir schauen uns mal kurz noch die Ärmchen an. So, da ist zumindest der Ringfinger schon mal blutig. Aha. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Okay, also um 12 plus minus 2 Stunden sozusagen.
So, an dem ist nichts. Ist mal erstaunlich, eine Amerikanerin, die den Ring an der rechten Hand trägt. Sonst sind die immer an der linken, ne? Ist ja bei den Amis so üblich. So, eine Westentasche scheint es nicht zu geben. Dann war es das, glaube ich, an ihr auch schon. Untersuchen wir mal die Tasche, die hier hinten noch rumliegt. Oder wir schauen erst mal das an, was hier daneben liegt. Levi's Liquor Store für Evelyn Summers. Gut, da haben wir zumindest einen Namen. Okay. This is a chit for personal items, not booze. Ja, eben. It's not even worth investigating. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Liquor Store steht drauf, aber es sind eigentlich nur Kissen und irgendwelche Sachen, irgendwelche Schminke und so weiter. Na, mal schauen. Da können wir den Liquor Store bestimmt auch mal angehen. Vielleicht finden wir dort jemanden, der sie kennt. Und einen Namen haben wir jetzt auch. Das ist ja schon mal was. So, kannst du? Dankeschön. Mensch Spar. Maybe someone at Mensch's will remember her. Klingt nach einer jüdischen Kneipe. Na, wir werden mal sehen. So, und die Tasche noch. Sind ja richtig viele Hinweise diesmal hier am Tatort. Ist ja verrückt. Erstmal das. Keystone Film Company. Evelyn Summers, Abteilung geschütztes Rechtsgut. Gültig bis 31. Oktober 41. Go over to the lot and see what they know about her. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio Lot closed back in 41. Okay, dann muss sie ja nicht zwangsweise jetzt noch Sekretärin gewesen sein. Das ist dann wahrscheinlich gemeint mit der toten Sekretärin und sie ist obdachlos. Wahrscheinlich war sie Sekretärin und hat jetzt halt keinen Job mehr und ist obdachlos. Mittlerweile, seit die geschlossen haben. Oder so, keine Ahnung. Gut, aber das lässt sich trotzdem noch bestimmt irgendwie nutzen. Und noch ein Brief, den wir uns anschauen wollen. Oh Gott, viel zu lesen. So, dann lass mal anzeigen hier. Cole, kannst du? Dankeschön. Liebe Evelyn, ich hoffe, wenn du diesen Brief erhältst, bist du in einem besseren Zustand als damals, als wir uns das letzte Mal sahen. Schlimme Worte sind damals gefallen. Du hattest zu viel getrunken und wir wissen beide, was das aus dir macht. Aber ich schreibe nicht, um dich zu ärgern oder zu belehren. Ich schreibe, um mich zu entschuldigen. Mein Herz ist gebrochen, als ich sah, was aus meinem kleinen Mädchen geworden war und was sie sich selbst antut. Du machst mit dem Alkohol deinen Körper und deine Seele kaputt, Evelyn. Und das mit anzusehen, fällt mir viel schwerer, als du dir vorstellen kannst. So, Stück weiter runter. Cole, mach weiter runter. Lies weiter. Dankeschön. Aber nur der Allmächtige über uns hat das Recht, uns zu beurteilen. Und darum möchte ich dich um Vergebung bitten. Ich bin in deinem Namen mit dem Sanatorium hier in Connecticut in Verbindung getreten. Sie sagen, dass dein Zustand eine Krankheit ist, Evelyn, und dass man sie behandeln kann. Du musst dich nur einweisen. Es wird nicht... Tja, und es fehlt ein Stück des Briefes. Wir wissen nicht, von wem er ist. Wir wissen nur, sie war halt dann alkoholsüchtig. Tja, müssten wir wohl mal schauen, ob wir irgendwie das andere Stück des Briefes noch finden können. Aber wenn sie obdachlos war, dann werden wir ja diesmal auch keine Wohnung des Opfers zu besuchen haben. Fällt mir gerade so auf. Das ist ja schon mal schade. Aber ist ein bisschen anders als sonst. Immerhin. So, andere Sachen gibt's hier nicht am Tatort, ne? Was untersuchst du denn hier? Nichts. Du hockst einfach nur so rum, um zu tun, als ob du arbeiten würdest. Das ist okay. Man muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen, ne? Und vielleicht hat er keinen Bock zu arbeiten oder so. Hat nicht gut geschlafen. Huch. Ja, das... Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Da hat jemand gut zugeschlagen. Ja gut, das haben wir im Intro schon gesehen. Wir haben ja mal ein bisschen mehr Info als Cole. Durch das Intro, wir haben ja gesehen, dass sie da gestanden hat und der Mörder dann auf sie zugekommen ist und ihr eins mit dem Eisen ins Gesicht geprügelt hat. Nein, das will ich nicht nochmal, Cole. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir die Spuren auf dem Boden auch noch irgendwie untersuchen können. Sieht aber nicht danach aus. So, ansonsten sehe ich hier jetzt auch nichts weiter rumliegen. Diesmal hat auch niemand irgendwelche Buchstabenkerzchen verteilt. Dann würde ich sagen... Carruthers hat nichts mehr. Later, ja, dann sprechen wir doch mal mit den Zeugen hier. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened?
We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Okay, das war noch gar nicht die Befragung. Das war also gemeint mit, er hat sie gefunden und das ist, macht ihn krank. Also er wird wahrscheinlich irgendwie ein Nekrophiler sein oder sowas. Vielleicht wollte er sie auch bloß ausrauben. Wir werden sehen. Detective Phelps, LAPD Homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. Dachte ich mir. It's not against the law. Shut up. There's no law against it. Take your beating like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Ein Andenken. Classic Carmine. Classic Carmine hatten wir schon mal, glaube ich, ne? Aber ganz ehrlich, dieser Typ, der kann schlecht der Black Dahlia Mörder sein, denn wir haben schon festgestellt, der ist gebildet und dieser Typ hier ist nicht gebildet. Der ist, naja, er wirkt zumindest ein bisschen zurückgeblieben und er scheint einfach nur ein Nekrophiler zu sein, der wahrscheinlich ihr Lippenstift auftragen wollte, um sie dann zu küssen oder so, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, das wird einfach nur niederen Gelüsten gedient haben und er wird sich gedacht haben, ohne Leiche könnte ich doch mal. Wenn ich sonst schon keine krieg, die noch zuckt, dann nehme ich eine, die schon kalt ist. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. Okay, dann schauen wir mal. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Ja, er hat mal reingesehen, das wissen wir ja schon. Die Frage ist, ob er jetzt noch mehr dabei halt rausgenommen hat oder irgendwas gemacht hat. Aber ich glaube halt ehrlich gesagt, er hat kein Unrechtsbewusstsein dabei an der Stelle und sagt deswegen die Wahrheit. Weil, also er wirkt zumindest so auf mich, als ob er halt der Meinung ist, ich habe ja nichts Falsches gemacht. Ich habe doch nur ihr einen Kuss gegeben und hab ihr nur ein bisschen Lippenstift aufgetragen und deswegen vermute ich jetzt bald gar nicht mal unbedingt, dass er mit irgendwas hinterm Berg hält dabei. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick in her matchbook over on the mat. Not much else. Gut. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Du guckst aber nicht so, als ob das stimmt. Arbeitest du wirklich hier? Ich zweifle es mal an. Wenn es anders ist, dann ist es ja auch egal. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is gonna look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Tja, mein Freund. Aber jetzt war auch wieder bei der zweiten Frage. Eigentlich hätte dieser Gesprächsverlauf auch genauso gut kommen können, wenn man auf Wahrheit geht, ne? Ich finde, das ist manchmal ziemlich willkürlich, was man drücken muss. So, ich würde sagen, da wir jetzt hier nichts weiter am Tatort haben und Rusty sich auch noch mal ein bisschen die Leiche anschaut, gehen wir mal einfach hier an die Zelle und ich weiß nicht, was Cole jetzt genau machen will, aber wahrscheinlich mal irgendwas wegen dem Filmstudio erfragen, denn wenn sie obdachlos war, vielleicht will er auch erfragen, ob sie nicht vielleicht doch eine Wohnung hatte, das kann ja sein, dass sie dort bloß einfach nicht war. Phelps Badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Ach, this is stored in the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thank you. Das habe ich schon wieder verdrängt mit dem Liquor Store. Ich frage mich ehrlich gesagt immer, wie die in der Auskunft das machen, dass sie so schnell immer die Antworten haben. Ich meine, die haben ja keinen Computer gehabt und nix.
Das heißt, eigentlich müssen die irgendwelche Karteikarten wälzen. Wie zur Hölle machen die das? Ja gut, egal. Das ist Betriebsgeheimnis. Achso, mein Wagen steht ja hier. Stimmt ja. Gut, da es sonst hier nichts weiter gibt, würde ich sagen, wir machen uns auf zum Liquor Store. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas übersehen habe, aber ich glaube nicht. So, ach ja, stimmt, die Mensch Spa gibt es auch noch. Also haben wir schon mal 2 Anhaltspunkte. Das ist doch schon nicht schlecht. Downtown-Filiale einer Schnapsladenkette. Los geht's. So, wo war denn hier der Ausgang? Hier so quer rüber? Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, right about that. Oh, zumindest kommen wir hier raus. People are starving, they can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? KGB, auf 20th Century Unit, the citizen reports a man with a gun. So, sind wir diesmal vielleicht näher dran. Mensch, hier reden ja sogar mal über Politik. Die werden noch Freunde am Ende. Mensch, ihr müsst ja aufpassen hier, dass ihr nicht doch noch euch anfreundet. Wir müssen... Ach, das ist ja praktisch. Dann nehmen wir das doch mit. Na klar doch. So, zeigen wir mal an auf der Karte. Dann würde ich sagen, fahren wir dort direkt vorbei. Wenn es gleich um die Ecke ist, dann lohnt sich das doch richtig. So, mal ein bisschen Sirene angemacht, denn es ist ja wichtig, dass wir schnell machen. Einfach nur mal so, weil wir das können. Ich meine, wenn wir schon hier Polizisten sind, dann wollen wir das doch auch ausnutzen. Bleib doch mal da drüben, Mensch. Und außerdem, wenn der Verkehr eng ist, dann lohnt sich das doch auch mal mit der Sirene, dass sie alle zur Seite fahren. So, rechts rüber, dankeschön. Na, aber, wenn einer mit der Sirene angerauscht kommt, dann fahre ich nicht noch schnell über die Kreuzung drüber. Was ist denn hier los? Okay. Ich nehme da mal die größere Straße nach rechts. Ich glaube, diese kleine Gasse, die bringt mir da nicht so viel. So, dann müsste da auch gleich da sein, oder? Würde ich zumindest meinen. So, kommt einer von rechts? Nein? Schön. Ja, ja, ich bin auch schon unterwegs. Wir sind auch schon fast da. Ist hier der... Ist das der Autohändler, bei dem wir mal waren? Ich weiß es nicht. Möchte gern Räuber. Please, you gotta call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Oh, eine Verfolgungsjagd. Juhu! Na dann, wirf an die Karre. Da bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt so wird hier. Ups! Genau, Galloway, schieß erstmal. Oh, wie fährt er? Alter, der Typ rennt einfach weiter. Meine Güte. Die Leute hier, die laufen einfach auf der Straße rum, wie die Bescheuerten. Wie fährt denn der? In der Tankstelle? Ich muss nicht näher kommen, ich kann nicht auch aus der Ferne schießen. So, mit einem Schuss in den Arm getötet. Auch interessant. So, war gar nicht mal so gut geschossen, muss ich zugeben. Ja, ich brauch dich nicht, Rusty. Ist schon okay. Hat er gerade den Kopfschuss überlebt? Egal. Jetzt ist er hinüber. Gut, das ging schnell. Glücklicherweise mussten wir ja auch keine wirkliche Verfolgung starten. Shots fired. Suspect is down. We're code 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. 11K, roger on your ambulance. All units be advised, the suspect is down on Grand between 4th and 5th Streets. Die sind ja auch gefahren wie die Idioten, ne? Unglaublich schnell.
Und mit einer sehr interessanten Fahrphysik auch, der man selbst mit der Physik, die das Auto hier hat, wenn man es selbst steuert, nicht folgen konnte. Naja, was soll's. So, dann begeben wir uns mal wieder zum ruhigen Fall hin. Bisschen Action für zwischendurch, muss immer mal sein. Dann können wir uns jetzt auch wieder ans Ermitteln machen. Gut, gut, gut. Sind wir so weit weggefahren von dem Tatort jetzt, beziehungsweise von dem Schnapsladen? Halt! Ja, Verzeihung. Oh. Okay, es war bloß ein Schild. Ich dachte, da stand jemand. Das kommt davon, wenn man immer mal auf die Karte schaut und dann feststellt, oh, ich muss ja eigentlich rein, und dann feststellt, oh Mist, da steht schon jemand, dem man gleich in die Schnauze reinfährt. Naja.